Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe jetzt total vergessen, überhaupt einen Vlog anzufangen, weil ich gerade eben so eine lange Story gemacht habe auf Instagram. Oh, und reden mit der Zeit anstrengend wird. Jedenfalls mache ich mir gerade ein paar Kartoffeln und, oh ja, genau, ich war halt schon vorne in Mitte und habe mir hier neue Nägelchen gemacht. Diesmal ein bisschen heller, weil ich ja die Hoffnung habe, wenn die eben rauswachsen, dass man es dann eben einfach nicht so krass sieht wie bei dunklen Nägeln. Und die Form finde ich wirklich super schön und auch die Farbe. Sieht, glaube ich, ziemlich weiß aus in der Kamera, aber es ist eigentlich eher ein helles Beige. Genau, also Kartoffeln mache ich. Dann gehe ich jetzt gleich einkaufen. Ich habe mir vorgenommen, eine gesunde Woche ab morgen zu starten, beziehungsweise ab morgen Mittag. Da beginne ich dann mit dem ganzen Prepping und so. Davor gehe ich noch frühstücken und werde da auch ordentlich zulangen. Das werde ich mir nicht verbieten. Aber ich werde da heute auf jeden Fall schon mal eine Einkaufsliste machen und eben die Lebensmittel einkaufen. Also ich will praktisch einfach schon direkt heute den ganzen Wocheneinkauf machen und dann unter der Woche einfach alles dann immer so ein bisschen vorbereiten. Morgen damit eben einfach anfangen. Und werde euch da auf jeden Fall auch mitnehmen. Also ich denke, das wird dann eher so eine Essenswoche werden, denke ich mal. Vielleicht ist da ja auch ein bisschen Inspiration für jemanden von euch dabei, der ein bisschen gesünder ins neue Jahr starten möchte. Ja, ich kuriere jedenfalls heute noch so ein bisschen meinen Muskelkater aus. Also ich habe jetzt diese Woche nur zweimal Sport gemacht, nach zwei Wochen Pause und hatte dann doch schon ordentlich Muskelkater und muss auch nicht gleich von 0 auf 100 wieder gehen und will es erst wieder so langsam aufbauen, also dass ich ab nächster Woche wieder mit dreimal in der Woche anfange. Ja, dass ich mich da einfach auch nicht unter Druck setze. Ich habe doch heute schon mit dem gesunden Kochen angefangen, weil ich festgestellt habe, dass am Mittwoch Freundinnen kommen zum One-Pot-Pasta-Kochen und da würde schon mal ein Abend wegfallen mit gesundem Essen. Deswegen habe ich heute schon gestartet und ich esse jetzt, das sind Semmelknödel mit Vollkorn, also die wurden aus Vollkornbrot sozusagen gemacht. Ja, und die liegen auf einer Mischung aus Spinat, Lauch und Sellerie. Ja, und dazu habe ich mir noch so ein paar Cashewkerne in der Pfanne kurz angeröstet. Keine Ahnung, ob das jetzt schmeckt mit den Cashewkernen, aber ich hatte da irgendwie einfach Bock drauf. Und das werde ich jetzt essen. Sieht wirklich gut aus. Das sind übrigens die ersten Knödel ever, die ich gemacht habe. Wir haben Sonntag und ich hatte das gestern ja, glaube ich, schon angekündigt, dass ich jetzt gleich frühstücken gehen werde mit Jessie und noch einer Freundin von uns. Ja, das trage ich dabei. Also es musste jetzt heute Morgen recht schnell gehen. Deswegen bin ich eigentlich sehr froh um diesen Pulli hier. Der ist super praktisch und eben, was ich auch immer trage, wenn ich es eigentlich eilig habe und bequem haben will und irgendwie auch trotzdem angezogen aussehen will, ja, ist hier meine Lederleggings. Und jetzt muss ich auch schon los. Während ich gerade dabei bin, ein neues Video zu drehen, ging natürlich mal wieder mein Kameraakku leer, ganz klar. Und zwar drehe ich ein Video, so eine Art Abendroutine mit Tipps zum Zeitsparen, ganz einfach. Weil es ist ja schon wichtig, wenn man eben einfach alleine wohnt und wirklich alles alleine machen muss, also vom Haushalt bis zum Einkaufen. Und so weiter. Da hat man halt niemanden, der einem das halt auch mal abnimmt. Und ich dachte mir, das ist vielleicht ganz interessant auch für den einen oder anderen von euch. Und ja, heute ist ja Sonntag. Das heißt, ich habe heute auch schon meinen neuen Vlog veröffentlicht und euch auch ja so ein bisschen gefragt, ja, über was ich so reden kann oder was ihr eben in meinen Vlogs sehen wollt. Da bin ich jetzt auch mal die Kommentare so ein bisschen durchgegangen und ein paar angeschrieben. Sie interessieren sich eben für die Sachen, die ich so esse, Thema Ernährung, Rezepte und so weiter. Und das trifft sich ja ganz gut, dass dieses Video hier so ein bisschen auch mein
Food Diary wird, weil ich ja diese Woche mal wieder so richtig halt kochen möchte und auch backen. Ich wollte halt eigentlich noch Muffins machen, so eine Art Frühstücksmuffins, dass ich mich morgens nicht immer so ums Frühstück kümmern muss. Und ich habe jetzt alle Zutaten dafür eingekauft, aber leider keine Förmchen. Andererseits weiß ich gar nicht, ob ich auch wirklich Förmchen brauche, weil ich habe auch so ein Muffin-Backblech, wo man sozusagen, also wo halt schon die Löcher sozusagen drin sind für die Muffins. Ja, mal mich im Internet so ein bisschen schlau machen, weil bisher habe ich immer Förmchen benutzt. Und sie jetzt aber leider vergessen. Ja, jetzt warte ich jedenfalls noch, bis endlich mein Akku wieder aufgeladen ist, dass ich dieses Video fertig kriege. Und ich werde auch gleich nochmal meinen Saugroboter anschmeißen, der übrigens auch Teil des Videos ist, weil der natürlich auch Zeit spart. Ich habe ihn liebevoll Osmo genannt. Und ja, der macht jetzt hier gleich mal sauber. Der kann nämlich tatsächlich neben Staubsaugen auch noch den Boden wischen, was für mich mega gut ist, weil es etwas ist, das ich nicht gern mache. Und ich finde, das kann Osmo ruhig mal für mich machen heute. So, also laut Internet reicht es vollkommen aus, wenn ich hier das alles gut einfette. Und dann nehme ich hier das Kokosmus von Koro. Das brauche ich nämlich auch für das Rezept, weil ich mache nämlich ja gesunde Frühstücksmuffins. Bei Koro habe ich auch letztens wieder eine ganz, ganz tolle Bestellung gemacht. Ich muss euch die Sachen mal in einem Haul zeigen. Und es gibt übrigens auch noch immer 5% Rabatt auf euren Einkauf. Also schaut da unbedingt mal vorbei. Ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, weil es einerseits Bio ist. Andererseits kann man sich viele Sachen dort auch in Großpackungen ordern, was natürlich gerade bei Online-Shops gut ist, wenn man eben nicht so oft bestellen muss. Ja, und ich würde sagen, ich fange jetzt hier mal an mit meinem Rezept. Und ich gerade das Essen für morgen, für die Arbeit, beziehungsweise für den Abend, weiß ich noch nicht genau, vorbereite. Sind jetzt meine Muffins fertig. Die sind übrigens nicht aufgegangen, weil ich Idiot vergessen hatte, Backpulver zu kaufen. Aber ich finde, die sehen trotzdem sehr, sehr lecker aus und die riechen auch so unfassbar gut. Das sind übrigens Blaubeeren. Blaubeeren und Bananen sind da noch drin. Also falls ihr denkt, es sieht irgendwie wie Schokolade aus. Es sind Blaubeeren und ich liebe Blaubeermuffins. Das ist praktisch so Mandel-Bananen-Blaubeermuffins. Also so geschmacklich. Die Rezepte findet ihr sowieso alle in der Infobox, habe ich beschlossen, weil es würde sonst den Rahmen sprengen, wenn ich euch auch zeigen würde, wie ich das Ganze eben einfach mache. Oh, die riechen so gut, ich würde am liebsten jetzt einen schon essen, aber nein. Ich habe jetzt für morgen und die Folgetage ein vegetarisches Chili vorgekocht. Da ist noch Reis mit drin, weiße Bohnen, dunkle Bohnen, Zucchini, Paprika und das Grundrezept dafür, ach, Pilze sind übrigens auch drin, das Grundrezept dafür ist übrigens auch in der Infobox. Und das ist super praktisch, weil jetzt habe ich hier einen riesen Topf voller Chili und Chili kann man ja auch wirklich noch ein paar Tage essen. Das schmeckt sogar dann immer noch besser, wenn es so ein bisschen durchgezogen ist. Genau, ich werde das jetzt nicht essen, sondern mache mir jetzt noch ein paar Knödel und Gemüse vom Vortag warm. Da habe ich nämlich auch noch mächtig was übrig. Happy Monday! Ich bin fertig für heute. Meine Beine fühlen sich an wie Wackelpudding. Oh, wie ihr ahnen könnt, komme ich nämlich gerade vom Sport. Und ich mache mir jetzt einfach nur noch kurz gleich meinen Chili warm. Das zeige ich euch dann gleich. Dusche mich kurz ab und ich dachte mir, ich zeige euch auch ganz schnell meine neuen Sportklamotten. Da habe ich nämlich im Sale mir gekauft und die sind auch noch da, habe ich gesehen. Und wenn ihr schnell seid und euch die Sachen gefallen, dann kriegt ihr die vielleicht auch noch. Ich verlinke euch wie immer alles dann unten. Ich habe es euch auch schon bei Insta-Stories gezeigt, alles, aber das ist ja immer temporär und deswegen war das weg. Ich mache hier mal ein bisschen noch Licht an. Ich habe mir hier so ein cooles Spiegellicht. Das habe ich zu Weihnachten gekriegt. Jedenfalls habe ich jetzt hier dieses Oberteil hier. Finde ich super cool. Das ist ja auch so ein bisschen
weit ausgeschnitten. Dann das Allertollste an dieser Bestellung ist diese Sporthose. Und zwar hat die hier noch so Samtdetails und habe ich so in der Form noch nicht gesehen. Und die hält wirklich alles super beieinander. Also ich habe die jetzt heute auch schon getestet und die ist wirklich so gut sitzen. Also die sitzt wirklich perfekt, dass da einfach nichts irgendwie gestört hat. So, dann hier meine neuen Turnschuhe. Die sind auch so schön, Leute. Halt alles schön Black Friedrichshain-Style. Ich muss meinem Bezirk ja irgendwie gerecht werden. Genau. Dann hier noch mein Sport-BH. Ich hoffe, man erkennt da was. Und zwar ist hier eben auch nochmal hier so ein Detail oben. Ist es so ein bisschen durchsichtig, fand ich auch ganz cool, deswegen habe ich das mitgenommen. Wie gesagt, alles nochmal verlinkt und ich werde jetzt duschen. Und dann ist der Montag auch schon vorbei. Das ist also mein Abendessen. Leckeres vegetarisches Chili. Das, was so ein bisschen aussieht wie Hackfleisch, ist übrigens Reis. Und da ist ganz viel unterschiedliches Gemüse drin, aber wie gesagt, Rezept ist in der Infobox. Und dann habe ich noch Semmelknödel übrig vom Vortag oder vom Vorvortag. Die müssen jetzt auch weg, deswegen habe ich die da eben noch mit reingegeben, was auch sehr lecker ist. Und das werde ich jetzt essen. Ich habe einen neuen Muffin-Backversuch gestartet. Selbes Rezept, diesmal mit Backpulver. Sieht doch schon viel besser aus. Die sind übrigens sehr, sehr lecker. Und jetzt mache ich mir gerade hier so einen Maisauflauf sozusagen. Also das hier ist püriertes Mais. Und da mische ich jetzt noch das Gemüse rein. Und das kommt dann später hier in diese Kuchenform, weil ich nämlich noch keine Auflaufform habe. Ich muss unbedingt noch eine besorgen. Das Ganze kommt jetzt in den Ofen und ich finde, es sieht wirklich unglaublich lecker aus. Jetzt schon. Ich hoffe, das wird auch was. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So sieht das Ganze jetzt aus. Ist jetzt hier an der Stelle fast ein bisschen zu braun, aber passt schon. Und ansonsten räume ich zeitgleich gerade schon meine Wohnung auf, weil ich ja morgen Besuch bekomme und ich kriege auch schon tagkräftige Unterstützung. Osmo hilft mir dabei, der macht nämlich den Boden sauber, der wischt den und saugt Staub. Das ist echt, das ist so eine Erleichterung, dass ich das jetzt hier nicht machen muss und es einfach nur so nebenbei laufen lassen kann. Mega gut! Übrigens ist meine Pflanze hier wirklich so krass am Sterben. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Also ich übergieße die eigentlich gar nicht und gieße sie aber auch nicht zu wenig oder keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Ich habe scheinbar keinen grünen Daumen. Er ist nachdenklich. Happy Thursday! Es ist Donnerstag. Der Tag ist fast vorbei. Ich hatte meine Kamera heute zu Hause vergessen. Und deswegen kommt erst jetzt was. Ja, ich komme gerade vom Sport, deswegen sehe ich hier auch so ein bisschen
fertig aus und habe jetzt gerade schon geduscht und jetzt werde ich mir nur noch einen kleinen Salat gönnen mit Lachs ist da noch und ein bisschen körnigen Frischkäse. Ich muss sagen, es ist so eine richtig krasse Vorsatzwoche jetzt diese Woche. Ich habe fast nur gesund gegessen, außer gestern. Ich habe nämlich vorgenommen, dass ich gesund essen werde, aber nicht, wenn ich mit Freunden unterwegs bin. Da werde ich mich nicht einschränken. Da werde ich auch mal einen Wein trinken oder ein Bier und eben auch einfach ganz normal essen und dann auch mal was naschen. Das will ich mir auch nicht verbieten, weil ich frage mich dann halt so, wozu, warum sollte ich das tun? Das wird mich nämlich auch nicht glücklich machen. Aber generell so habe ich ja jetzt die ganze Woche nur Selbstgekochtes gegessen. Was ich aber relativ gewöhnungsbedürftig fand. Also ich stand schon sehr lang in der Küche teilweise und ja, hatte dann irgendwie wenig Freizeit. Also ich muss dann noch irgendwie was für mich finden, dass ich vielleicht nichts zu Außergewöhnliches mache, was zu lange dauert und das ein bisschen einfacher halte. Aber ja, an sich hat mir das eigentlich schon recht viel Spaß gemacht. Ich muss auch sagen, ich bin wieder so richtig im Sportgame drin. Also ich habe wieder richtig Spaß daran. Also es gab eigentlich wenig Tage, wo ich eigentlich keinen Spaß dran hatte. Aber so zwischen den Jahren ist es eben einfach schwierig. Und gerade auch nach Weihnachten und Silvester sich wieder aufzuraffen. Aber ich freue mich wieder richtig und ich werde morgen oder übermorgen wahrscheinlich nochmal gehen. Das entscheide ich dann recht spontan. Übrigens danke an alle, die auch unter meinen letzten Vlog geschrieben haben, also was für Themen sie so interessieren würde. Es war ein Kommentar darunter, da hat sich eine Zuschauerin gewünscht oder halt oder hat mir einen Kommentar geschrieben, ob ich nicht auch mal was über so schwierige, giftige Beziehungen erzählen könnte und da hätte ich tatsächlich sogar was zu erzählen. Was eigentlich auch erzählenswert ist. Und ich glaube, das werde ich so die nächsten Vlogs mal angehen, dieses Thema. Und ja, auch noch alle weiteren Sachen, die ihr mir geschrieben habt, bin ich wirklich super dankbar. Jetzt weiß ich auch wieder, in welche Richtung meine Vlogs so gehen können. Gerade auch so im Alltag, wenn ich eben einfach viel arbeiten muss, im Büro sitze und eigentlich nicht wirklich was erlebe. Also, dass ich einfach mal so Themen habe, wo ich einfach mal so ein bisschen labern kann. Wenn eben sonst einfach nichts passiert, weil, also was soll ich euch die ganze Zeit erzählen, dass ich jetzt im Büro sitze und arbeite und was weiß ich. Also, ja. Das ist halt so, wenn man einen normalen Job hat und nichts irgendwie, keine Ahnung, Aufregendes, wo man ständig unterwegs und auf Achse ist. Da passiert eben nicht so viel. Aber ich habe so ein bisschen rausgehört, dass ihr diese normalen Alltagssituationen auch viel lieber mögt, als es immer dieses ständige Chat-Set-Ding. Deswegen, also ich glaube, ich fahre damit ganz gut. Mal sehen. Jedenfalls werde ich mir ja jetzt noch hier meinen Salat gönnen und eine weitere Folge Black Mirror gucken. Da bin ich jetzt bei der 4. Staffel. Die habe ich mir ehrlich gesagt so ein bisschen aufgespart und habe zwischendrin noch eine andere Serie geguckt. Und zwar heißt es, glaube ich, The End of the Fucking Story. Irgendwie so. Hatte ich nicht viele Erwartungen. Ich dachte, ja, das sind irgendwie, keine Ahnung, ist so eine Teenie-Story, die von Teenies, die eben so ein bisschen schwierig sind und dann abhauen und keine Ahnung. Aber also, ich hatte es so ein bisschen stutzig gemacht, dass der Film die Serie erst ab 16 ist und geht ganz gut ab, finde ich. Also ist schon irgendwie krass, aber trotzdem eben auch lustig. Also falls ihr das schon gesehen habt auf Netflix, beziehungsweise gesehen habt, dass es diese Serie gibt und euch noch nicht irgendwie aufraffen konntet, die zu gucken, guckt die unbedingt. Also ich habe die Staffel in 2 Tagen wirklich durchgesucht. Das ist wirklich sehr gut gemacht und ich hoffe, es gibt eine 2. Staffel. Ja, so viel dazu. Happy Friday! Bei mir ist jetzt endlich Feierabend. Der Feierabend ist angebrochen und ich war heute ganze 11 Stunden tatsächlich im Büro, sagt mir meine App, die ich benutze. Das ist praktisch so eine Alltags-App, die eben zeigt oder halt auch trackt, wann ich was mache. Das hatte ich euch schon mal bei Instagram gezeigt. Guckt mal, ganze 11 Stunden war ich heute in der Arbeit, bis um 8 nämlich, um genau zu sein, so bis 20 Uhr. Ich wurde in den Kommentaren, glaube ich, gefragt, ob ich immer am längsten von allen im Büro bin.
Eigentlich nicht, nee, nur in letzter Zeit hatte ich eben auch einfach so eine Aufgabe, die so ein bisschen Konzentration erfordert hat sozusagen. Und wenn ich mit meinem Team eben einfach zusammen bin, dann wird man da halt eher mal rausgerissen. Dann muss man hier noch was besprechen und dann ist hier ein Meeting und dann kann ich mich eben nicht so voll und ganz auf diese bestimmte Sache, eben diese bestimmte Aufgabe konzentrieren. Und deswegen nutze ich meistens noch so, ja, eine halbe Stunde bis Stunde momentan, wenn eben einfach niemand mehr da ist oder eben nicht mehr so viel Leute da sind, ja, für eben dieses konzentrierte Arbeiten. Ich könnte rein theoretisch auch einfach nach Hause gehen und es da machen, aber bei mir ist eben einfach Arbeit und zu Hause komplett getrennt. Also ich versuche das eben so privat wie oder so getrennt wie möglich sozusagen zu halten, dass es eben sich nicht vermischt und ich ganz einfach mein Zuhause als meinen Rückzugsort sozusagen betrachten kann. Also jetzt habe ich auch schon im Studium gemerkt, dass ich da einfach oder damit am besten fahre, wenn ich das einfach dann getrennt halte. Also zum Beispiel auf Prüfungen habe ich auch immer in der Bibliothek gelernt und bin dann nach Hause gekommen und hatte dann da Freizeit. Also das ist auch eigentlich ein ganz guter Tipp. Jedenfalls hatten wir heute Team Lunch und wir haben Sushi bestellt. Ziemlich viel Sushi. Wir hatten den ganzen Tisch voll. Davon gibt es auch ein Bild, das ich auf Instagram Story gepostet hatte. Und ja, da ist jetzt noch ein bisschen was übrig geblieben. Leider ist das jetzt hier vom Transport so ein bisschen durchgenudelt irgendwie. Aber es ist wirklich eines der leckersten Sushis, die ich seit langem gegessen habe. Und ich hatte in letzter Zeit wirklich schon einige gute Sushis, aber der ist auf jeden Fall auf meinem Platz 1. Das werde ich euch auch auf jeden Fall verlinken. Genau, und jetzt mache ich einfach noch ein bisschen GZSZ an, weil ich habe mir extra so einen Premium-Account von RTL sozusagen gekauft. Für 2 Euro im Monat sind es, glaube ich, dass ich praktisch schon immer freitags mit der neuen Woche GZSZ anfangen kann. Also freitags kann ich die Montagsfolge gucken, samstags die Dienstagsfolge und so weiter. Dann bin ich immer schon Dienstag mit der Woche fertig. Und es mag jetzt so total fanmäßig irgendwie klingen, aber ich bin meistens unter der Woche abends nicht da und kann es immer erst später angucken. Und da dachte ich mir, wenn es diese Option schon gibt, dass man die eben auch im Voraus schauen kann, und das ist eben nicht so teuer. Und ich bin sowieso so ein richtiger Serien-Junkie und ich weiß gar nicht, warum ich GZSZ so gern gucke. Das entspannt mich eben einfach total. Und sag mal, findet ihr die Geschichten, die da gerade passieren, auch so furchtbar? Mich regt das total auf, was da gerade so für Storys laufen. Das ist irgendwie überhaupt gerade gar nicht meins. Aber ja, vielleicht wird es irgendwann besser. Das werde ich jetzt jedenfalls schon mal angucken. Ich habe überlegt, ob ich